habe Mineralogie studiert, habe dann in Werkstoffwissenschaften promoviert und bin dann im Anschluss an die Doktorarbeit hier angestellt worden. Ich habe in meiner Promotion ein Thema gewählt, was schon sehr anwendungsbezogen ist. Ich wollte also etwas forschen, was einerseits Grundlagenforschung ist, aber dann auch direkt angewendet werden kann. Habe deswegen auch ein industriell relevantes Thema gewählt und habe dann an verschiedenen internationalen Konferenzen teilgenommen während der Promotion. Und da habe ich auch schon viele Leute aus der Stahlforschung kennengelernt, unter anderem auch von meinem jetzigen Unternehmen. Ich habe mich für dieses Thema entschieden, weil ich die Gelegenheit hatte, die Erkenntnisse aus meiner Promotion direkt hier anzuwenden. Ich habe mit sehr ähnlichen Methoden gearbeitet, wie ich sie auch jetzt brauche. Und ich konnte eben die Konzepte, die ich während der Promotion entwickelt habe, hier in die Tat umsetzen. In der Promotion macht man natürlich noch sehr viel selbst. Ich habe selbst die Versuche alle durchgeführt, das heißt die Werkstoffcharakterisierung gemacht. Das ist heute so, dass das von den technischen Mitarbeitern gemacht wird. Und jetzt ist meine Aufgabe eher, die Versuchsprogramme dafür zu schreiben und genau anzugeben, welche Untersuchungen ich machen möchte und mich dann mit den Technikern hinzusetzen, abzustimmen und dann überlegt man gemeinsam. Unsere Aufgabe ist, neue Werkstoffe zu entwickeln, vorrangig für den Automobilbereich. Da sind die Anforderungen sehr hoch und steigen auch weiter. Man will also sehr feste Stahlsorten haben, die gleichzeitig sehr gut umformbar sind oder andere besondere Eigenschaften haben. Und darum kümmern wir uns. Wir arbeiten also auf der einen Seite sehr eng mit den Kunden zusammen, auch mit der technischen Kundenberatung und versuchen individuelle Lösungen für einzelne Bauteile zu entwickeln. Gleichzeitig entwerfen wir aber auch eigene Konzepte, haben unsere eigenen Ideen, was es für zukünftige Stahlsorten geben könnte und versuchen eben möglichst früh möglichst gute neue Produkte an den Markt zu bringen.